zweite Haut. Und die ist einfach voll bequem, weißt du? Die fühlt sich an wie eine zweite Haut. Was ich aber sagen wollte, ich hatte dann jetzt auch wieder so einen fetten Sonnenbrand. Also es brennt echt und dann bist du natürlich froh dran. Nach so einem heißen Ritt, ja, auf meinem Feuerbike. Dann mal in den Pool zu können. Naja gut, jetzt sitze ich halt wieder im Keller und konnte jetzt gerade noch diesen tollen Unfall beobachten. Gehört alles hier zusammen. Was wollte ich jetzt? Ich wollte Steine. Aber weil es halt auch so heiß ist, da merkst du schon, da wirst du ein bisschen baller. Guck mal, wie viel, wie viel Erde wir noch haben. Aber es muss ja auch noch so viel Erde weg, ne? Na, die Kiste frisst hier wieder meine Steine auf. Jetzt hör auf, meine Steine zu fressen, du blöde Kiste. Hier ist aber nichts drin, ne? Die müssten ja alle leer sein. Die könnte ich noch mitnehmen. Habe ich noch anderes Holz? Ich brauche noch zwei Türen. Türen und Druckplatten. Die können wir eigentlich schon direkt mitnehmen. Ja, hier, guck mal. Guck mal an, ey. Ist jetzt die Frage. Wir können die eigentlich mal hier lassen. Die Treppen auch. Ach ja, Hundi, ganz ruhig. Du kriegst schon noch mal was zu fressen. Irgendwann im nächsten Jahrtausend. Nein, im nächsten Jahr. Okay, wir sind ja nicht so. Also 2014, erinnert mich dran, werden wir noch einmal diesen Hund füttern. Oder die Hunde. Es sind ja noch ein paar mehr. So, dann nehme ich mir jetzt, obwohl die Werkzeugbank, die steht gar nicht so weit weg. Die können wir da nicht stehen lassen. Gut, dann geht's jetzt los. So, die beiden Steine müssen weg. Nummer 1 und Nummer 2. Jetzt habe ich ja kein Kies, ne? Ja. So, aber ich werde... Wie werde ich das hier machen? Ich glaube, hier setze ich nochmal die Pflasterziegel hin. Ne, Steinziegel heißen die. So, und die werde ich aber auch raushauen, denke ich. Weil das sieht schöner aus, sonst hast du hier dann so... Ja, wie so ein Tetris-Block. Das finde ich jetzt nicht so atemberaubend. Das muss sowieso weg. Ich bin gerade hier so ein bisschen durcheinander wieder, ne? Ihr merkt das wahrscheinlich schon. Gerade nochmal gucken. So, ja doch, jetzt. Das ist der Eingang, genau. Oder? War es jetzt richtig? Gerade nochmal schauen. So, von hier kommen wir. Nicht, dass das nachher komplett falsch steht. Also das wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass man das falsch gebaut hat. So, aber nee, das passt, okay. Weil wir jetzt hier nichts haben, dann bleibt das halt erstmal so. Ja, und hier muss eigentlich die ganze Erde noch weg. Ja, so viel dazu. Ach, wir sind jetzt hier erstmal fertig mit Erde und so, ne? Mhm. Belogen habe ich euch. Aufs Schärfste sogar. Gut, eine Bahn nehme ich noch weg. Dann habe ich schon mal ein bisschen Platz hinter der Mauer. Das Let's Play hinter den Zähnen und hinter der Mauer. Gut, das reicht. Ich will ja hier wieder keinen Unsinn erzählen. Wie hatte ich das gemacht? So, hier kommen ja die Türen hin. Ach Moment, ich habe ja meine Skizze, da kann ich gerade gucken. 2, 3, 4, 5. Das hier genauso. Zack, 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 zack. Nur nicht zu viel. Too much ist auch nicht gut, hat man mir gesagt im Styling-Salon. Hat mir der Bruce erzählt. Hat immer gesagt, ich soll nicht so ein Drama machen. Ich weiß gar nicht, was er damit gemeint hat. Gut, das ist so die Breite. Erstmal vom Eingangsbereich. Das ist natürlich nicht das ganze Haus. Hier so ein Megateil. Und also der Platz ist breiter als das Haus. Ja, das ist nicht so. Da kommt gleich noch viel, viel mehr. Das werden wir jetzt auch schon mal so ein bisschen abstecken. Und zwar hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Banane. Okay, hier. Dann kommt jetzt hier, ist das ein 7er Durchgang, glaube ich. Oh, ist ziemlich viel auf jeden Fall. Und ich habe schon wieder keinen Platz mehr hier für irgendwas, weißt du? Wir sind echt... Und die Wolken hier! Es scheint überhaupt keine Sonne, wirklich. Ja, mir wird schon richtig frostig, die Nippel werden schon hart und so. Aber das sind vielleicht so Sachen, die euch vielleicht nicht so interessieren, aber... Ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, man weiß das ja nicht. Wenn ich hier so Dirt Talk mache. Ha, Dirt Talk, weil wir auch gerade mit Dirt arbeiten. Ha, voll gut, oder? Das war ein ziemlich geiler Übergang. Okay, Moment, wo waren wir jetzt hier? Jetzt kommt hier dieser 7er Übergang, ne? Ich muss halt nur gucken, dass das dann nicht wirklich auch too much wird. Wir machen das aber einfach mal. 2. Oder?
Ich überlege gerade. Also, das war jetzt schon eine veränderte Form. Wir werden das anders machen. Und zwar so. Wie mache ich denn das? Das ist jetzt echt die große Preisfrage. Jetzt mache ich hier einen Fünfer-Zwischenraum. 2, 4, 5, 6. Da kommt er wieder hin. Jetzt hier wieder 9. Das müssten ja hier auch 9 sein, ne? Wenn ich mich nicht verzählt habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Das passt. Jetzt nur nicht verzählen. Das war eigentlich schon wieder viel zu hektisch. Da kann ich mir gar nicht selbst trauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment, verzählt? Fragezeichen? Verzählt? Nein. 3, 2, 1. Gut. Gut, das sind die Ausmaße. Ja, das müssen wir jetzt natürlich noch rundum machen, aber dafür müssen wir wieder die Erde beseitigen. Ah, so viel Erde. Obwohl, ich könnte es ja auch schon wieder hier abstecken, so wie ich das damals beim Lagerhaus gemacht habe. Ich weiß es noch wie heute, aber dabei ist das schon so lange her, das ist echt mega krass. Und echt tippitoppi für alle, die hier Ewigkeiten dran geblieben sind. Das kann ich selbst kaum glauben, nach den Anfängen, die ich gemacht habe. Ich wurde jetzt neulich ja nochmal drauf angesprochen. Von einer Abonnentin. Ja, fühl dich geehrt, ja. Da habe ich mir auch nochmal so ein paar alte Sachen angeguckt und ist das schlimm. Ich habe überlegt, ob man es vielleicht löschen sollte, aber das werde ich nicht. Ja, es gehört ja jetzt leider dazu, ne? Man muss ja zu seiner Geschichte stehen. Und dann hat man nun mal so angefangen. Für Minecraft überlege ich mir auch vielleicht nochmal was. Wie man vielleicht dieses langweilige Beginning, was wir hier hingelegt haben, oder was ich hingelegt habe. Ich möchte euch da gar nicht mit reinziehen. Wie ich das vielleicht noch ein bisschen cooler gestalten kann. Aber das wird alles noch ein bisschen dauern. So, jetzt, wie viel waren das? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So, dann kommt hier auch wieder zwei Türen hin. 1, 2, 3, 4. What? Was ist hier falsch? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, ich weiß, was hier nicht stimmt. Ah, erstmal stimmt sich, dass hier noch ein Baum steht. Der geht mir jetzt nämlich gerade tierisch auf die Nuss. Und dann komm schon erstmal das weg. Dann kann ich das besser aus der Rinde kloppen. Hier kommt ja gar kein Holzblock hin. Das war schon wieder Käse. Und zwar geht's dann... Ja, das ist jetzt auch scheiße. So, dann geht's nämlich hier schon weiter. 3, 4, 5. Dann kommt der nämlich weg und da kommt der Holzblock hin. So muss das nämlich... Habe ich noch eine Spitzhacke? Ich habe sogar noch eine Spitzhacke. Ah, dann wird gleich das Inventar wieder ein bisschen gesäubert. Das ist auch nicht so schlecht. Und jetzt waren es 9. 1, 2... Ich könnte einfach unten runterzählen. Ich kann es ja im Inventar sehen, wie viel ich danach noch übrig habe. Ja, so schlau bin ich mittlerweile schon. Man hat ja auch eine steile Lernkurve in Minecraft, ne? So ist das halt. Wenn man das hier wirklich jeden Tag 15 Minuten spielt. Ja, ist ja immer live, ne? Ich nehme das natürlich immer erst eine halbe Stunde vorher auf, bevor ich das online... Stelle. Mein Gott, jetzt muss ich hier mich fast übergeben. Was ist denn jetzt los? Wahrscheinlich wegen meiner schrecklichen Lügen. Mama hat gesagt, ich soll nicht so viel lügen. Okay, jetzt müssen wir hier die Erde raushauen und dann könnten wir theoretisch auch schon das Laminat einlegen. Oder nehmen wir Parkett. Das gute Parkett. Ja, dann dürft ihr aber auf der Einweihungsfeier hier nicht mit hochhackigen Schuhen ankommen. Vor allem nicht die Kerle. Ja, bei Frauen sehe ich ja im Zweifel nochmal darüber hinweg, aber ein Kerl, der hier bei der Einweihungsfeier mit Hochhackigen ankommt, der fliegt raus. Ja, am liebsten sind mir eh Taucherlatschen. Hier so, Taucherflossen. Die verteilen das Gewicht so schön. Da weiß ich noch so eine alte Geschichte aus dem Physikunterricht, kann ich immer so am Rande einfach erzählen, ja, wenn wir gerade eh nichts zu tun haben. Da haben wir noch so berechnet, ja, dass eine Frau ja für den Fußboden schlimmer ist als ein Elefant. Zumindest auf den Quadratzentimeter berechnet, ja? Also wenn sie hochhackige Stiefel anhat oder Schuhe, dann fällt ihr auf diesen Pfennigabsatz mehr Gewicht als auf den Fuß eines ganzen Elefanten, ja? Deswegen, Frauen, jetzt wisst ihr, was wir meinen, wenn wir sagen, du fühlst dich heute aber schwer an. Das heißt nämlich eigentlich, geh von meinem verfickten Finger runter mit deinem scheiß Absatz. Das könnte es zumindest heißen, also, ja... Wenn man sagt, du fühlst dich heute dick an oder du bist fett, dann meinen manche das vielleicht auch ein bisschen böse. Ich natürlich nicht, ja. Ich bin ja hier der Gentleman par excellence. Ja. Ich glaube, das wurde auch nach mir benannt, weil ich heiße ja auch Chavo Gentleman. Das ist ja mein richtiger Name. Ja.
Und Ernst muss noch mit rein, weil ich immer so ernst bin. Chavo Ernst Gentleman, das ist mein Name. Und den Namen, den meine Eltern mir gegeben haben, den habe ich jetzt als Künstlernamen eintragen lassen. Weil mein echter Name ist jetzt halt Chavo Ernst Gentleman. Und es wird schon wieder dunkel. Boah, los! Das möchte ich hier aber noch schnell weghauen, damit wir morgen wissen, womit wir anfangen. Ja. Da kommt hier schön das Parkett rein. Oh oh. Oh oh, ich habe Angst. Moment, wo spielen wir denn? Wir spielen auf einfach, okay. Das ist vernünftig. Das kann man so lassen. Ach komm, scheiß drauf, wir gehen jetzt schlafen. Bis hier mein Bett drin steht, das wird echt noch ein bisschen dauern. Holla, die Waldfee. Naja, machst du aber nix. Und auf jeden Fall, dadurch, dass ich jetzt an den Seitenflügeln ein bisschen größer baue, können wir gleich auch noch, achso, ich kratze mir gerade die Nase, nicht wundern, warum ich jetzt gerade seitlich laufe. Dann können wir da auch noch ein Gästezimmer mit reinkloppen und sowas, das ist ganz vernünftig, denke ich. Und dann hat die Alien auch ein Zimmer in meinem Haus und nicht nur im Lager. Ja, es ist ja eigentlich, es ist ja schon eine Frechheit, dass ich meine Gäste im Lagerhaus schlafen lasse, aber was soll man machen, ja? Das ist meiner Meinung nach aber so auch das primärste Gebäude, was du eigentlich brauchst, wenn du in Minecraft unterwegs bist. Zumindest wenn du halt im Survival spielst, weil irgendwie musst du die Sachen ja unterbringen. Und wenn du es irgendwie alles immer in verschiedene Kisten schmeißt, also ich kenne das von anderen Folgen und Episoden bei anderen Leuten, boah, dann hat die Folge nichts außer Kisten sortieren oder Kisten suchen, ja. Und deswegen habe ich das halt was rede ich eigentlich? Deswegen habe ich das Lager ausgebaut, damit halt solche Sachen nicht mehr vorkommen. Na, guck mal. Sieht doch gemütlich aus. Ich hätte Kies mitnehmen sollen. Ich Esel! Naja, okay. Dann halt nicht. Kommt das jetzt halt hier weg und das muss dann auch wieder reichen. So nach und nach wird's halt, ne? Es ist ja so die Devise dieses Let's Plays. Wir machen uns auch gar keinen Stress. Ich versuche zwar immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen und, ja gut, das sowieso, aber auch zügig zu bauen. Sofern mir das halt möglich ist. Deswegen kommt hier die Ellen auch dazu. Nicht nur des reinen Spaßes halber, sondern auch, damit sie hier so ein bisschen mithilft. Aber sobald es dann an die Dekoration geht, ist natürlich immer so ein bisschen das Tempo raus. Das muss man sagen, weil Deko ist halt nicht unbedingt nötig, aber schön. Deko ist schön. Jetzt habe ich wieder so viel Erde. Wisst ihr was? Ich muss gerade mal hier zumindest 3 Stacks Erde wegbringen. 3,5. Das jetzt 12er Paket nehmen wir auch noch weg. Oh, guck mal, wir sind schon ziemlich weit. Das hat damals alles ein bisschen länger gedauert. Weil ich weiß nämlich noch, ich habe damals die Erde nicht aufgehoben, die ich am Anfang hier hatte. Ja, also die Erde, die wir jetzt immer aus den Kisten nehmen, die hatte ich nämlich immer weggeschmissen. Ja, und dann hast du ein Problem. Dann nimmst du das aus deiner Erdkiste, auch wenn du 4 dicke Erdkisten hast. Das reicht gar nicht. Da werden wir wahrscheinlich später auch noch dran müssen an die Erdkisten. Weil es ist einfach so unglaublich viel, was man hier reinsteckt. Ihr seht es ja einmal hier bis an die Umrandung. Hier. Ja, das war jetzt schon fast wieder ein ganzes Stack, wenn man mal überlegt. Das war ja. Ja, guck mal, wenn ich hier oben auch noch zurückgehe, dann sind es sogar 3 Stacks. Also es ist wirklich, wirklich viel. Deswegen, wir müssen mal gucken. Ich denke mal, wir werden mit unseren Erdkisten dann hinkommen, aber ja, die Erde, die wir haben hier, die ist jetzt auch lieb und teuer. Ich wollte auch eigentlich irgendwas anderes sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Nur halt, dass ich früher die Erde halt weggeschmissen habe. Ich glaube, das war eigentlich alles. Das war die Intention meines Satzes. Huch, ah, das mag ich ja nicht mit diesem Gras hier, weißt du? Dann klappt das immer nicht und dies und jenes und Halleluja. Oh, hier bin ich schon auf halber Höhe. So. Ich habe jetzt übrigens gelogen. Weißt du wieso? Ich hau jetzt auch noch das andere Stack weg, was ich da vorne im Inventar gerade entdeckt habe. Ha, ich bin ein Schwein, ich weiß. Aber. Ja, Baby. Ihr schaut auch trotzdem zu. Gibt's doch zu. Auch weil ich mich hier immer so zum Clown mache, ja, weil ich vom Pferd erzähle und so weiter. Und weil wir auch gleich fertig sind und dann endlich mit dem Lagerhaus beginnen können. Zumindest Laminat rein und so. Und dann könnte ich schon die Türen machen und dann zumindest die Mauern hochziehen. Das kann man ja schon. Die Steine, die wir haben, die können wir auch mal verwenden. Ja, da wird's halt so langsam. Das geht halt nicht so schnell. Obwohl ich noch Bock hätte, irgendwie ein bisschen Redstone-Konstruktion zu machen mit dem Lichtsensor und so weiter. Ich meine, mir fehlt jetzt gerade das Nether-Quarz. Nee, Nether-Erz oder Quarz? Doch, das hieß Quarz, ne? Genau so war das. Könnte ich vielleicht beim nächsten Mal machen. Dann teste ich vorher, ob wir sicher in den Nether können, ja, ohne dass das Spiel hier abstürzt.
Ich werde jetzt nicht hier im Laufe dieser Aufnahmesession jetzt noch in den